Okay. Sie wirken wie Opfergaben, wie die Schwerter in einem Rahandra-Tempel. Das könnte gut sein. Was sind denn diese Instrumente für die Elfen? Was bedeuten sie ihnen? Wen fragst du das? Mich? Von Elfen. So wie ich das verstehe, verwendet die elfische Tradition solche Instrumente als Fokus für die Matrix-Verankerung ihrer Zauberwirkung. Sie selbst würden euch natürlich viel anders erklären, irgendetwas mit. Verzeiht, ich habe eine Einführung in die frühe Magiergilde nicht aufgepasst. Jedenfalls, ihr wisst ja, wie Naturmagier-Traditionen ihre Begabung wegzuerklären versuchen. Nichtsdestotrotz, zurück zum Punkt, ich denke, die sind Ritualgegenstände, so wie euer Schaf und meine. Und während ihr gerade das Philosophieren anfangt, könnt ihr sehen, wie Joachim relativ gelangweilt durch diese beiden Säulen tritt, die dann zu dieser Fontäne, ja, oder so eine Fontäne darstellen sollen. Und Joachim steht dann in dem größeren Teil der natürlichen Kaverne, die tatsächlich ziemlich groß jetzt vor dir aufragt, hoch nach links, nach rechts. Ein unterirdischer See, der hier vor dir liegt, ruhig. Du trittst ein bisschen heran, siehst wohl, dass da salziger Schaum sich gebildet hat, als ob er so ein bisschen, trotz dessen, dass es ein See ist und hier seit vielleicht Jahrhunderten oder Jahrtausenden vor sich hin liegt, leichte Wellen wirft. Du siehst eine fließende Brücke aus Wasser, die sich zu einer kleinen Insel spannt, und darauf siehst du auf einem großen Sockel eine Harfe. Kunstvoll gefertigt in grünen Korallen mit perlmuttfarbenen Einsätzen. Ja, kommt mal her. Und mit diesen Worten würde ich anfangen, über die Brücke zu laufen. Ja, du trittst auf das Wasser, versinkst aber nicht. Kannst dann mit ein bisschen Platschen auf die Brücke hinzutreten. Wenn Sulamin den Torbogen neben Abelmir passiert, bleibt sie einen Moment stehen und schaut nach vorne. Ich glaube, das ist die Stelle. Hier stand der Sphärenschänder, als er den Befehl sprach. Interessant. Genau hier, wo du stehst? Ich glaube, ja. Auf dem Boden, ob ich was sehe? Wahrscheinlich nicht. Nun, wenn wir jetzt Zeit hätten, könnte ich einmal in die Vergangenheit blicken. Wäre in der Tat höchst interessant, den Dämonenmeister bei der Arbeit so zu sehen. Ihr müsst gar nicht in die Vergangenheit sehen. Wenn ihr Raphim anblickt, wie er über dieses trittfeste Wasser, über diese Brücke hinübergeht und dann irgendwann vor dem Sockel steht, könnt ihr euch den Rest dieser Höhle ansehen. Aufwendiger Wandschmuck, der auch hier in verspielten Ornamenten, das ist nicht nur Ornamentik. Ihr seht, wenn ihr nach links blickt, eine stürmische See, zwei aufragende Felsküsten, so als würde hier ein Bild hervortreten. Ihr könnt erkennen, wie dort, ja, Elfen stehen. Ein Festungsfelsen, das ist Südwall, aber anders, elfischer, verspielter. Ihr könnt einen thronenden Hochelfenpalast erkennen, der... Eine gewaltige Festung. Und das ist das Modell, was dieser Elf in den Händen hielt. Da ist der Hafen, da sind die Tempel, aber es ist gewaltig groß. Wirklich riesig groß. Und wenn ihr dem Blick von links nach rechts durch die Kaverne folgt, immer wieder diese Ornamentiken seht, seht ihr verschiedene Bilder, die sich darstellen. Dann seht ihr einen kegelförmigen Stumpf, aus dem Tentakel hervorbrechen, die wohl nach den Sternen zu greifen scheinen und sie verschlingen. Im Inneren könnt ihr eine grässliche Kröte erkennen, die wohl dargestellt ist, mit dem Maul voller Fangarme, die sie gebiert und ausspuckt. Ihr seht, wie zu den Füßen von dieser Krötenstatuette Fische verenden. Und dann seht ihr die sechs Hochelfen, die wohl auch eben in der anderen Kammer aufgereiht waren. Sechs Stück. Sie stehen dort an einem Sturm, am Rande einer bodenlosen Grube. Und sie spielen. Sie spielen die grüne Harfe, die gerade vor Raphim auf diesem Thron liegt.
Sie spielen sie. Ihr könnt die Tentakel sehen, wie sie verenden, ein Bild weiter, und das Netz legt sich über diese Kröte, die daraufhin schlafend im Bauch der Felsenkegels ruht. Die sechs Elfen betten die Hafer auf einer kleinen Insel in einer Höhle. Und dann wird wieder ein Band gewoben. Ihr wisst nicht genau, was es ist, aber wie fein wie Hafenseide, wie es sich spannt. Ein ganzes Band, was sich wohl über die Insel gelegt hat. Und dann könnt ihr sehen, wie eine schwarz- und rot gewandete Kreatur innerhalb dieser Höhle steht. Ihr könnt sehen, wie die Harfe verklingt. Und dann seht ihr weitere Helden. Aber keine Elfen, sondern das seid ihr. Ihr seht euch selbst, wie ihr in dieser Kaverne steht, so wie ihr es jetzt aktuell gerade tut. Ja, ist die Harfe aus Stein oder aus welchem Material? Grüne Koralle. Ich würde sie mal aufheben. Sie ist fast warm. Boltox, ich glaube, ich habe sie gefunden. Die ist noch warm. Okay. Ist sie das? Wirklich? Mensch, ich sollte einfach mal was probieren. Ihr solltet sie nicht spielen. Ihr wisst nicht, was passiert. Aber ich dachte, deswegen sind wir hier. Ja, aber ich schlag mal eine Seite an. Wir müssen ja wissen, ob es die richtige ist. Was soll Rofim schon passieren? Ja, richtig. Ja. Der Mitleidlose ist mit mir. Und mit diesen Worten würde ich mal, da Rofim keine Ahnung hat, wie man eine Harfe spielt, einfach mal 3-4 Seiten ziehen und gucken, was passiert. Ja, zum Glück reißt da nichts. Du spielst ein bisschen, es klingt, aber es ist nicht harmonisch. Und sie fängt auch nicht weiter an zu spielen ohne dich. Die Noten verklingen, also und dann ist fertig. Das war unterwältigend. Ja, das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Vielleicht, Magier, kommt da mal an, jetzt kommt da mal hier rüber auf die Brücke. So ein Instrument will sorgfältig untersucht werden, bevor man es auslöst. Ja, jetzt komm hier auf die Insel, Abelmir, guck dir das Ding an. Ja, ich bin überrascht, dass es überhaupt einen Ton von sich gegeben hat. Ich würde die Flöte mal wieder zurücklehnen und über die Brücke wandern. Ja, du siehst, wie Rafim die Harfe wieder auf ihren angestellten Platz stellt. Ja, ich glaube, das ist nichts für mich, Abelmir. Aber du kriegst das schon hin. Nun wollen wir mal sehen. Ich würde erstmal in einer durchgehenden Materialanalyse ziehen, ob ich irgendwelche Zeichen erkennen kann, welche Materialänderungen stattfinden. Also, es gibt keine Materialänderungen. Du siehst, es ist einfach grüne Koralles und einige Perlenmutteinsätze, also so Perlen von Muscheln, die da wohl ziemlich kunstvoll angebracht worden sind. Aber ansonsten siehst du auch keine weiteren Zeichen. Gut, dann würde ich meine Odem wirken, wenn wir bei Zeit lassen. Also auf das Objekt dabei gerichtet, nur ist klar, nicht um die Umgebung. Ich gehe davon aus, dass die Harfe magisch ist. Du siehst, dass sie magisch ist. Sie glüht aktuell vielleicht so wie ein Viertelmagier glüht. Von der Intensität her. Aber das sind die permanenten Astralenergiepunkte. Du weißt also, dass, wenn sie aktuell nicht gespielt ist, ein mächtiger gestapelter Zauber drauf liegen muss. Okay, also bei 18 ZFP bekomme ich schon mal ein großes Bild des Gewebes. Ich könnte auf einen Magiekunde würfeln. Mhm. Und die Rückschlüsse auf den Zauber und Zauberwirkung. Also Typ und Ursprung, Antimagie, Umwelt und Hochelfisch der Ursprung. Das ist ein sehr stabiler Matrixgeber. Und hast du selbst den Unitatio? Ja. Ja. Du siehst die angefangenen Fäden eines großen Unitatio, mit dem du dich verbinden könntest. Kann ich erkennen, ob es mir schaden würde, ob es mir schaden würde in körperlich oder geistig? Kann ich auch aus Rückschlüssen ziehen? Nein, überhaupt nicht.
Also du kannst ausschließen, dass dir diese Harfe schadet. Es ist zwar Antimagie drauf und auch, wie gesagt, ein Umweltzauber, aber nichts Bösartiges. Dann würde ich mich probieren mit der Unitatio, mit die mich mit dieser Harfe zu verbinden. Also ich würde mich hinsetzen, die Harfe anfassen, meinen Schoß sehen wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie groß sie ist, und mich auf die Unitatio einstimmen und mich mit der Harfe verbinden. Mhm. Wenn er das macht, kriegen wir das mit? Ja, klar. Also du kannst sehen, dass Abelmirs Augen kurz leuchten und dann greift er sich die Harfe und setzt sich so ein bisschen im Schneidersitz dahin, mitten auf dieser kleinen Insel. Abelmir, was machst du? Ich probiere mich mit dieser Harfe zu verbinden, um herauszukommen, wie sie funktioniert, wie er sie geschaffen hat und ja, alles andere, alle anderen Informationen. Es sei nur eine bessere Idee. Nein. Willst du mitmachen bei der Verbindung? Warum nicht? Kann ich dir helfen? Das werden wir sehen. Setz dich hier neben mir und sprech den Zauber, falls ihr ihn kennt. Ja, selbstverständlich. Haltet ihr dies wahrhaftig für eine kluge Idee? Nun, habt ihr eine andere Idee? Ein solches Experiment in einer kontrollierten und sicheren Umgebung darstellen? Ihr vergesst, dass hier vermutlich noch ein gehörter Dämon, ein einzigartiger, noch dazu unterwegs ist, der nur auf den Moment wartet, um zuzuschlagen. Ja, damit werdet ihr schon fertig. Ihr seid doch Dämonologe. Nun, ich kann nicht in euren Kopf hineinsehen. Solltet ihr euren Verstand närrischerweise weit genug öffnen, dass ihr ein Einfallstor findet, kann ich euch schwerlich helfen. Nun, passt einfach auf, was wir tun. Und wenn wir uns ungewöhnlich verhalten, nun ja, tut, was ihr tun müsst. Ohne uns zu töten. Ach so. Das wollte ich vielleicht hinzusagen. Ich hätte euch jetzt erlöst. Ach gut, dass ihr das sagt. Serpentino gibt ihm so über den Rücken der Beine so ein leichtes Nicken, wenn es drauf ankommt. Ja, ja. Ihr habt doch noch dieses Erlähmungsgift, nicht wahr? In der Tat, ich habe es mitgebracht. Na sicher. Ich hatte, um ehrlich zu sein, gehofft, dass einer von euch ein, sagen wir, besseres Ziel finden kann, um den Vektor zu testen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich es euch einfach übers Haupt kippe, sollte das funktionieren. Nun, gut. Ich wäre soweit. Ich auch. Ich bin keine Magierin, aber ich werde mich zu euch setzen. Darum behalte ich die Umgebung im Auge. Ja, dann behalte ich euch im Auge. Ich ebenso, wenn auch mit anderem Blick. Hab Dank. Ich würde Serpentio zunicken und dabei meine Waffe ziehen. Und er stützt sich auf seinen Stab und bereitet sich darauf vor, eine ganze Langeweile hier rumzustehen. Ja, ich würde dann die Unitatio anstimmen und mich mit Bolter in der Harfe verbinden. Genau, ich stimme dann ein. Okay, dann wirkt euren Unitatio. Abelmir hat das schon getan. Zulamin versucht sich Kamal auf die Harfe einzustimmen, denn sie hat in der Vision ja sogar das Lied gehört, bevor es verstummt ist. Und sie erinnert sich, dass diese Elfen sozusagen einen Teil ihrer Seele hineingebunden haben und versucht da Kontakt aufzunehmen. Abelmir fängt an zu spielen, ihr haltet euch bei den Händen, ihr verbindet eure Matrices mit dem Matrixgeber, mit der Harfe. Und gemeinsam beginnt ihr dann das Lied der Reinheit. Und während ihr das tut, ist es sehr harmonisch, auch dessen, dass ihr nicht spielen könnt, weder Boltax noch Abelmir, aber es klingt wirklich gut. Da können die anderen erkennen, Diamantis und auch Rafim, dass sich Serpentilio wohl sehr versteift. Und während die Magie aus den Körpern herausfließt, ihr könnt euch in Summe 36 ASP streichen, beliebig aufteilen. Könnt ihr sehen. Klarstellung, nur die beiden in Summe. Nur die beiden, ja. Okay. Nur die beiden. Und ansonsten hätte ich da gerne 12 reingeworfen. Nein. Nur die Spielenden. Würde ich sagen, ja. Sind 18 jeweils. Rafim und Diamantis, ihr bekommt, wie gesagt, mit, dass Serpentilio sehr steif wird. Und dann kurz bevor das Stück zu Ende ist und Abelmir und Boltax aufhören zu spielen, da könnt ihr sehen, wie der Körper von Serpentilio zerbürst in 1000 Scherben. Was zum Dämon? Mit den Worten würde ich in die Richtung schlagen, wo ich vermute, dass der Dämon ist, der gerade Serpentilio getötet hat. Ja, du siehst am Boden von
von dem Raum, da wo Serpentilio eben stand, tausende und abertausende Scherben, Spiegelscherben, die dort zerbrochen sind. Sein Stab ist zerborsten, alles. Dämon! Das. Und dann hören das habe ich schon mal gesehen. Ja, ich würde meinen eisernen Willen anwerfen und jetzt relativ panisch vielleicht sogar nach diesem Dämon Ausschau halten. Ich meine. Und ein bisschen die Scherben von Sepedio mit dem Fuß von links nach rechts schieben. Wie fühlen die sich an? Also da ist kein Blut. Da ist nur Glas. Die fühlen sich, fühlt sich kalt an, also kaltes Spiegelglas. Naja, Diamant ist. Dieser Magier von Manning, er hat das genauso gemacht. Mit euch. Ihr seid wieder rausgekommen, irgendwie. Was? Was ist los? Was ist denn hier passiert? Ist auch erschrocken aufgesprungen. Naja, wir waren also in der Bibliothek. Traut euren Augen nicht. Naja, vermutlich ist Serpentilio dieser Scherbenhaufen und mit diesen Worten würde ich die Scherben ins Wasser treten. Moment. Würde mir vielleicht einer von euch mal erklären, was eigentlich gerade los ist? Naja, ihr habt die Harfe gespielt, Serpentilio ist dabei in 1000 Stücke zerbrochen. Das war's ehrlich gesagt, oder? Diamantis? Genau meine Beobachtung. Das heißt, der Dämon muss hier noch irgendwo sein, oder nicht? Ja, oder war das gar nicht Serpentilio? Wie Serpentilio gesagt hat. Es könnte sein, dass es gar nicht Serpentilio war, ja, aber ich denke, Diamantas Beobachtung ist richtig. Es ist das Gleiche, was dieser Paktira mit uns gemacht hat auf Chilaskan. Yantraskan? Ich erinnere mich nicht. Was hat er denn gemacht? Verdammten Inselnei. Ihr habt mit dem Stab nach uns gestoßen und es sah so aus, als wären die Leute in Spiegelscherben zerbrochen. Aber wir waren da, wir haben uns auf der anderen Seite wiedergesehen und sind durch die Bibliothek geirrt. Jana hat uns damals hinausgebracht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und wie? Aber so wie es scheint, ist das sowieso egal. Serpentilio scheint auf sich gestellt zu sein. Naja, falls er denn überhaupt noch lebt. Dass Yalan den schnellsten Ausweg aus seiner Bibliothek findet, ist bei der Menge an Büchern, die er gelesen hat, jetzt nicht so ungewöhnlich. Nun, wenn ich mich recht erinnere, war es die schwarze Bibliothek eines Erzdämonen. Naja, das überrascht mich jetzt bei Serpentilio nicht so sehr, wie ihr vielleicht glauben möchtet. Nun, und der Weg, den Yalan uns damals gewiesen hat, steht Serpentilio sicherlich nicht offen. Aber hoffentlich ein anderer? Vielleicht sollten wir diese Spiegelscherben einsammeln. Vielleicht brauchen wir sie noch. Naja, du hast gesehen, wie Seraphim mit seinem Fuß ungefähr die Hälfte davon im Wasser versenkt hat. Wenn du tauchen möchtest? Ich würde mich mal am Strand umgucken, ob wie tief das Wasser ist, ob es steil abfällt oder... Das ist überhaupt nicht tief. Das ist, wie gesagt, ein kleiner See. Ungefähr einen Meter geht's nach unten. Du kannst aber auch sehen, die Scherben, die Raphim reingetreten haben, haben sich aufgelöst. Ich würde mal tatsächlich eine von den Scherben mit meinem Bernsteindolch berühren und gucken, ob da eine Interaktion stattfindet. Mhm. Fang an zu rauchen und es ist ein ungesundes Grün, was sich dann davon kräuselt und es riecht widerlich nach Blumen, würdest du meinen? Verbrannte Blumen. Schaut mal. Wir sollten die Dinger besser nicht anfassen. Und vielleicht brauchen wir sie doch, um Serpentilio zusammenzusetzen. Wo, ihr meint, dass ich ihm jetzt gerade Schaden zufüge? Ich weiß es nicht, ist eine Theorie. Oh, keine Sorgen, Voltax. Ich habe die andere Hälfte schon ins Wasser gekippt. Letztes Mal musste ich euch auch nicht wieder zusammensetzen. Ihr wart einfach wieder da. Was ist denn jetzt mit dem Lied überhaupt? Oh, ich glaube, das hat funktioniert. Man muss sich mit der Harfe verbinden, geistig und magisch. Und dann also spielt sie ein Lied. Ja, jetzt weiter oder bleibt ihr jetzt für immer hier sitzen? Nun, ich fürchte, wir müssen diese Harfe mitnehmen, um... Nun ja, unser Ziel an der Grube zu verrichten.
Das klingt sehr vernünftig, ja. Das heißt, du darfst die Harfe tragen, Rafim. Aha, wieso darf ich denn die Harfe tragen? Wie groß war die nochmal? Ich weiß gar nicht, ich hab grad Hafen, Hafen groß, also sie passt in. Es ist ein Seeleninstrument, das passt dann eben in die Hand. Und während ihr das sagt. Was? Echt? Ich dachte so Standharfe. Nee, das ist so eine kleine für die Hand. So eine Lyra? Genau. So eine Lyra. Und während ihr das sagt, könnt ihr sehen, wie sich wohl die Wände, vor allem auf der rechten Seite, da wo noch Platz ist, ein weiteres Mal verändern und Ornamentiken entstehen, die euch zeigen, wie ihr. Das muss diese bodenlose Grube sein. Zumindest da peitschen ehemals die Tentakel heraus. Könnt ihr sehen, wie er dort steht und die Harfe spielt. Ihr seht euch selbst. Ihr seht allerdings noch weitere Kreaturen, die vorne draußen ist im Wasser sind. Das sind Schiffe, viele Schiffe. Rosti? Ja. Weil es eine Seelenharfe bzw. ein Seeleninstrument war und wir uns mit dem verbunden haben, haben wir den Namen von der Harfe erfahren? Yamanda Lirba Sama. Oh Gott. Moment, für mich als Protokollant, wie wird das geschrieben? Schreibe ich gleich auf. Okay, perfekt. Naja, also das sieht gut aus. Sehe ich da auch Serpentilio? Du siehst 6 Helden. Das könnte okay, also Serpentilio... 6 Figuren könnte er genau. sein, ja. Ist aber nicht sicher. Ja, also doch, Serpentilio siehst du dort auch. Naja, so... Vorausgesetzt, diese Wand hat recht, ist er nicht tot. Nun, dann müssen wir ihn wohl finden. Vermutlich ist er oben bei dem ehemaligen Standbild, wo du den Spiel zerschlagen hast. Ich lass mir doch nicht von einer Wand sagen, was ich zu tun habe. Nun, ihr könnt auch hier gern warten. Wir müssen Ewart hinauf, es fiel ja aus dieser Höhle und es gibt nur einen Weg. Steht jedenfalls zu befürchten, dass unser Werk damit noch nicht getan ist. Dass die Harfe wirklich am Strudel gespielt werden muss. Naja, und ich hatte schon befürchtet, dass das hier nur langweilig wird. Naja, ich würde behaupten, dann sollten wir mal schauen, ob er wirklich da oben ist. Also aufstehen. Wolltagst du auch? Ich weiß, du willst gerne. Oh. Es war so anstrengend, hier runterzulaufen. Jetzt müssen wir gleich wieder hochlaufen. Wollen wir nicht ein wenig die Zeit hier unten genießen? Es ist gerade so entspannt. Und alles ist so harmonisch. Aber ich fühle mich ganz leicht, nachdem ich die Harfe gespielt habe. Ich mache einen Vorschlag. Wir gehen sofort zurück, aber du kannst noch mal deine Füße in das Wasser baden. Mhm. Okay. Lass mich einmal kurz diese Harfe ordentlich verpacken, damit sie nicht kaputt geht. Ich würde sie dann vorsichtig einschlagen, in wahrscheinlich eine Decke oder sowas, keine Ahnung, in einen Rucksack packen. Okay, dann besitzt du jetzt das Seeleninstrument. Noch irgendwas anderes, bevor ihr aufbrechen mögt? Dann. Ich möchte mir einmal die Seeleninstrumente auf dem Weg nach draußen anschauen. Habe ich bei irgendeinem das Gefühl, dass ich das attraktiver finde als die anderen? Also fühle ich zu irgendeinem von diesen Dingern eine Verbindung oder sind die mir einfach alle auf gut Deutsch egal? Würfel mal eine Götter- und Kulte-Probe. Gerne. Oh, komm, 19 neu, was soll der Geiz? Dann habe ich 7 Punkte über. 7, okay. Dann bleibst du tatsächlich vor einem Instrument stehen. Keine Flöte. Du bist dir nicht ganz sicher, was es ist. Ein merkwürdiger Kasten aus Knochen geformt mit einigen, da sind auch wieder Saiten drauf, aber länglich geformt. Und von der Farbe schwarz und rot, du siehst ein gewaltiger, das ist kein Knochen, das ist ein gewaltiger schwarzer Stachel. Und vor dem bleibst du stehen.